Ein lang ersehnter Patch ist da und eine lang ersehnte Änderung. Es gibt 18 Deckslots. Du wirst bescheuert. Wie oft habe ich gemeckert, dass, ja, dass man nur 9 Slots hat. Jetzt gibt es 18. Das sind doppelt so viele. Habe ich Mathematiker befragt und sie haben nach langem Ausrechnen herausgefunden, dass es doppelt so viele sind. Das ist schon mal ziemlich gut. Ich will jetzt auch nicht gleich wieder meckern. Ich hätte am besten gefunden, wenn man einfach pro Held oder das einfach über Helden sortiert hätte und dann pro Held irgendwie vielleicht 3 Deckslots oder so, dann wäre es mir egal. 18 Slots sind schon mal super. Eine weitere Änderung, die jetzt neu ist, sind Deckformeln. Man kann sich eine Klasse auswählen und nehme doch eine mal, die ich selten in der Ladder spiele. Zum Beispiel den Krieger. Und dann gibt es diese Deckformeln. So, und dann Deckformeln sind einfach, ja, bestimmte Decks, die halt zu der Klasse passen. Und die haben halt dann Namen. Und man sieht unten, wie viel man von den benötigten Karten hat. Und zusätzlich werden sie auch dann, wenn man die Karten nicht vollständig hat, werden sie halt Ersatzkarten vorschlagen. Zum Beispiel hier. Habe ich jetzt 29 von 30. Aber wie schlägt er denn jetzt die Ersatzkarte vor? Das wäre mal ganz interessant. Hier irgendwas ist kurz aufgepoppt. Eben. Die Justiziarin Treuherz habe ich nicht. Zum Beispiel, um dieses Deck zu spielen. Das ist ein Reno Jackson Warrior. Und dann, ach, dann klicke ich auf die fehlende Karte. Guckt euch das an und dann sagt ihr mir, okay. Kann mit einer Ersatzkarte wählen. Ein Meeresriese oder ein Agentum-Kommandant. Jetzt die Sache, Agentum, Kommandant, einfach weil es halt okay da reinpasst. Der Meeresriese, weil man auch viele kleine Minions hat. Aber machen wir es doch mal so, ich kaufe mir die einfach. Ich bin einfach krass drauf. Nee, achso, ich kann Sachen entzaubern, das kann ich ruhig mal machen. Irgendwie hakt Hearthstone heute ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an dem Patch liegt oder an mir. So, und dann stellen wir doch die Justiziarin her. Achso, dann muss ich es so machen. Treuherz. Und dann spielen wir das Deck doch mal. 1600. Du bist bescheuert. Na gut. Ich bin jetzt Dustarm. Willkommen beim großen Turnier-Champion. Willkommen beim großen Turnier-Champion. Ich mag die Karte eigentlich ganz gerne und mochte sie nicht, wenn sie der Gegner hat. So, ich will die jetzt auch ganz gern benutzen. Ist jetzt im Deck drin. So richtig, ne, weil ich gerade neu gebaut habe, hat das noch nicht ganz geschnallt. Das muss ich irgendwie nochmal machen. Guck mal, Reno Jackson. So, jetzt die Treuherz mit reinnehmen. Er schnallt nicht ganz, dass die da schon drin ist. Dann muss ich das nochmal löschen. Also ganz, diese Deck noch nicht ganz bugfrei. Ich lösche den nochmal, den Reno Jackson Warrior. Weil ganz schnallt es anscheinend noch nicht. 30 von 30 jetzt. Und jetzt klappt es auch. Und wir gucken uns mal ganz kurz das an, was drin ist, wie wir spielen. Weil ich habe den selber noch nicht gespielt. Ich kenne ihn vom Prinzip her. Man hat natürlich jede Karte nur einmal drin für Reno Jackson, was die Kernkarte ist. Deswegen heißt er auch so. Da heilt man sich wieder voll. Man möchte natürlich die Gegner einfach überleben im Prinzip. Ja, man möchte die dadurch, dass man sich wieder voll heilen kann und Mr. Justiziarin kann man 4 Rüstung pro Runde bekommen. Man möchte die Gegner einfach überleben und in den Fatigue treiben möglicherweise. Kurz gucken, was wir so haben. Hinrichten, Schildschlag, Wirbelwind, feurige Kriegsaxt, Spalten, Zerschmettern. Bisschen Card-Draw mit drin. Okay, fieser Zuchtmeister, Flammenjongleur. Ich mag die Reno-Decks ganz gerne, weil man oft nicht so auf Combo spielt. Sondern einfach guckt, was man halt so zieht und damit dann arbeitet. Und das ist bei dem Golden Monkey Reno, da ist auch der Reno wieder drin, Echo Deck auch so. Und bei ein paar anderen Decks, die ich spiele, auch noch so. Jetzt muss man hier umblättern, um die zweite Seite zu finden. Das ist natürlich einfach eine nette Möglichkeit auch, dass man
für, sage ich mal, Leute, die vielleicht viel Arena spielen wie ich oder entweder Anfänger sind oder einfach Ideen suchen, dass man nicht im Internet rumsuchen muss, sondern ein paar Prototypen sozusagen im Spiel drin sind und auch mit diesen Vorschlägen, was man vielleicht ersetzen kann, ist irgendwie auch eine nette Idee. Ich finde, das ist eine nette Idee für Leute, die halt jetzt einfach mal, ja, Inspiration brauchen oder halt jetzt nicht so gut im Deckbauen sind. Von daher ist das schon eine schöne Idee. Bin gespannt, wie oft sie das updaten und wie das sich ändern wird und so und wie es wirklich mit dem aktuellen Meta zusammenhängt. Ob sie jetzt dann einmal im Monat sozusagen neue Vorschläge erarbeiten, ob sie regelmäßig ein Deck austauschen und, und. Finde ich eine nette Sache. So. Das ist jetzt hier. Ich finde es eine coole Sache. Ich glaube, ich werde einfach mal. Das finde ich eine nette Serie eigentlich. Mit den Deckformeln, die Decks, die da drin sind, ausprobieren und spielen. Mal gucken, was sich da so, gibt. Der Reno Jackson Warrior. Wie gesagt, jetzt habe ich mir die Justiziarin ja mal gebaut. Ich finde die eh ganz cool. So, den gleich mal weghauen. Alpine schreibt gerade, das wären alles Standard-Decks. Wir haben jetzt schon mal eine stärkere Karte verhindert. So, und dann gleich mal in Gedenken an das Deck und was das Ziel ist, überleben. Gleich mal die Rüstung benutzen. Der fiese Zuchtmeister. Ja, wenn ich das nicht nutzen kann, um einen eigenen Minion zu buffen oder gerade den einen Schadenspunkt an einem Gegner zu machen, ihn einfach so als 2-2er ausspielen, finde ich jetzt so mittelgut, okay. Das könnte so ein Oil-Rogue sein. Auch wie er spielt, dann ist er natürlich auch auf drauf bedacht, möglichst lang zu überleben einfach. Ja, das sieht sehr Oil-Rogig aus. Okay, das war seltsam. Hat irgendwas völlig falsch gemacht. Aber meine Siegesserie, bam, ohne... Ja, hat er einfach keine Chance gehabt. Coxasin schreibt, man, es soll immer ein Deck geben, das nur Basis- und Klassikkarten hat. Und die anderen beiden Decks an aktuellen Erweiterungen angelehnt. Okay. Das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich hatte jetzt die Woche wenig Zeit für Hearthstone und habe dann mich über diese Neuigkeit noch nicht so informiert. Sollte ich mir nochmal anschauen und werde ich nochmal vielleicht ein Spezialvideo machen, was dann auf YouTube landet, wenn ich die Infos selber nochmal habe. Für andere, die halt auch noch nicht so viel sich damit beschäftigt haben. Sie müssen es dann nicht mühsam nachlesen, die können dann schön ein Video auf meiner Seite angucken. Videos besser als lesen. So, jetzt mal ein guter Start wieder. Ich kann die Kriegsakt coinen. Ich habe einen Schildblock. Ich finde es jetzt cool, dass ich diesen Warrior mal spielen kann. Ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, die Justiziarin zu bauen, weil ich mir dachte, ja, wenn ich hier einen ziehe, dann ärgere ich mich. Aber ich ziehe sie ja nicht. Von daher. Wumpe. Ein Scharmützel. Passt natürlich auch hervorragend in das Deck, wenn man einfach nur überleben möchte. Tank up, Tank up, Tank up. Scharmützel. Willkommen beim großen Turnier. Da muss ich mich immer, da freue ich mich mal sehr. Alpine immer sehr, man merkt, dass er viel Hearthstone spielt. Immer ein paar nette Sachen im Twitch-Chat postet. Ein paar sozusagen Wort und so. Folgen von diesen Karten. Muss ich mal sehr lachen. Alpine schreibt auch gerade, dass es diesen neuen Hero-Skin für den Paladin gibt. Wenn man WoW-Charakter auf Level 20 levelt. Was übrigens auch nicht retroaktiv ist. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt schon einen Charakter auf Level 20 habe oder höher, dann kriege ich den Skin nicht, sondern ich muss einen jetzt über Level 20 kriegen. Ich bin nicht ganz sicher,
ich bin, oder sagen wir so, ich bin relativ sicher, dass es auch reicht, wenn ich solchen Charakter auf Level 18 habe und den dann auf 20 zu bringen. Ich müsste mal nachgucken, ob. Was ist das denn für ein. Weißt du, das so eine gute Idee von ihm ist, nichts zu machen. Ich müsste mal gucken, ob ich nicht noch einen Charakter vielleicht irgendwo auf Level 16 zufällig habe oder 18 oder sonst was. Elpan hat 10 Stunden reingesteckt, um den freizuspielen. Ich glaube, wenn man es schneller macht, geht's fixe. Und gleich die Elise rausgehauen. Da müsste man mal gucken. Also da gibt bestimmt Guides auch jetzt schon im Internet, die einem sehr gut sagen, wie man halt, wie man effizient levelt. Ich bin tatsächlich auch nicht mehr jetzt so in WoW, dass ich genau wüsste, wie man effizient Level 20 holt. Da gibt es genug. Kollege Kamerad hat genau das, was ich auch erhoffe. Er hat Glück gehabt. Er hat einen Level 19 Twink gehabt und in 2 Minuten sich den Skin geholt. Das ist natürlich dann ideal. Wenn das so läuft. Das habe ich hier hinrichten, was natürlich auch für den Todesfürst ideal ist. Obsidian zerstöre. Ja, für den Gegner läuft es nicht so gut. Das Deck ist auch relativ stark. Ich finde es, wie gesagt, echt cool, dass ich den jetzt spielen kann, den Junior Jackson Warrior. Look down, Ogre. Womit fange ich denn an? Das kostet mich ein Mana. Gucken wir jetzt mal, was ich davon bekomme. Und Tank ab. Na, die Goldaffen-Schatzkarte. Lass die Schmerzen sprechen. Und ein Zombie-Chow. Der Zombie-Chow ist jetzt nicht so passend. Vor allem wird der wütende Berserker die ganze Zeit aufgepumpt, schon wie so ein Idiot. Der Reno bringt mir jetzt nicht so viel, wenn ich hier 35 HP habe. Effizient. Effektiv. Look down, Ogre. Sieht schwierig aus für den Gegner, würde ich sagen. Das war eine schöne Lightbomb. Einfach mal alles aufgeräumt. El Sacco. Ich finde es cool, wenn das dann so, das so mehrmals so pumpt. So pff, pff. Den wütenden Berserker ziemlich aufgepumpt, aber dann war er trotzdem kaputt. Na schön, ich heile. So, den will ich mal relativ schnell wegkloppen, den Sack. Dann will ich mit Gorehowl den Turniersanitäter weghauen. Schließt euch uns an. Bevor er sich ewig hier wieder hochheilt. So ja nicht. Ach, den Rino brauche ich überhaupt nicht. Nehmt euch die Zeit, eure vergangenen Taten zu überdenken. Oh, nice.
das Scharmützel spiele. Wenn das Deck nochmal so voll stellt. Ich frage mich, ob. Für den Kriegshäuptling! Look da, Ogre! Machen wir es lieber so. So, ich bin unter 30 HP gefallen, das geht ja nicht. Und was Elpine gerade schreibt, dass der Reno leuchtet inzwischen, ist sehr praktisch. In der Tat. Ist nicht so schlecht. Ja, kann schon noch was Starkes kommen, gerade wenn er den Golden Monkey hat. Warten wir noch ein bisschen. Braucht die Justiziarin, dann ist halt machen wir mal ganz vorbei. Ich kann nicht mehr warten. Mit 4 Angriffskraft ist übrigens ziemlich super gegen Priester, weil Priester sehr viele Karten hat, die entweder 3 oder weniger, also Karten beeinflussen, die 3 oder weniger Angriffskraft haben oder mehr als 4. Aber mit 4 ist man auf einer ziemlich sicheren Seite. Außer er wird halt gebufft und dann gekillt. Das geht natürlich auch. Jetzt habe ich aber immerhin die Karte. Ich habe auch eine Elise. Nur mal so, wenn er das Spiel, wenn er das Elisenspiel spielen möchte, das spiele ich mit. Was für ein geiles Matchup auch. Beide wollen das Spiel möglichst lange hinauszögern. Ich habe halt den Vorteil, dass ich über die HP hinauskomme. Dass ich halt Bonus-HP ansammeln kann. Genau das, was ich jede Runde vorhab. Oh, das ist gut. Er will natürlich trotzdem seinen Golden Monkey aufspielen. Für Elise. Da könnte das Deck auch heißen. Scharmützel brauche ich nicht so richtig. So ein cooles Artwork, by the way. Mag das auch sehr gerne. Aber das Scharmützel brauche ich auch nicht. Da ich ja nicht die Board Control verliere eigentlich. Sondern da mal ganz gut dabei bin. Mein Blutschrei, Gorehowl auf Englisch, hat auch langsam zersäbelt. Oft genug angegriffen. Oh, das passt ja mal perfekt. Die Gerechtigkeit wird zurück. So, ich möchte hier willkommen zum großen Turnier. Uki meint, beim Control-Matchup sollte ich versuchen, keine Karten zu ziehen. Ja, weil es dann ins Fatigue geht, aber ich habe im Fatigue eh gewonnen. Einigermaßen. Lasst mich eure Meinung durch Reno Jackson. Das Dingo. Und durch meine Rüstung. Und die Justiziarin von daher. Du hast im Prinzip natürlich recht. Aber in diesem Fall. Spiel ist halt so, so Rüstungsschmieden. Rüstung, die passt. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Auswahl bei den Karten gehabt. Deswegen, das war mir dann tatsächlich lieber. So. Look da, Ogre! So, sind wir bei 40 HP. Effektiv.
Der Reno kann ich ja trotzdem ausspielen, um einen HP zu heilen. Just to fuck with people. Aber er gibt noch nicht auf. Na, ist auch noch nicht gegessen. Es kann immer noch alles passieren in dem Matchup. Aber es sieht halt sehr gut aus für mich. Moment. Bin gespannt, wann er seinen Golden Monkey rausbringt. Yes, mehr Rüstung. Ich habe hier mehrere Karten, die alle darauf ausgelegt sind, dass der Gegner das Board hat. Passiert bis jetzt noch nicht so. Mach mal ein kleines Feuerwerk, komm. Komm. Geht doch. Ein paar Minions kann ich schon mal ausspielen, muss das Board nicht zu voll stellen, aber so ein paar kann ich mir schon gönnen. Gerade wenn ich eine Rüstungsschmiedin draußen habe. Ich frage mich, ob. Dann habe ich die Skills noch. Oh, peinlich. Beim ersten Mal daneben geschossen. Peinlich. Wie hat er noch? Oder sie noch, die Rüstungsschmiedin. Angriff! Mein Golden Monkey versteckt sich aber auch gut. Das ist die Karte. Ich habe noch nicht mal die Karte. Er hat ja immerhin schon die Karte ausgespielt. Das heißt, der Golden Monkey gurkt doch irgendwo rum. Ich krieg meinen einfach nicht. Frechheit. Bisschen scheiße ist das schon. 6 Schaden kann ich machen. Und damit dann nochmal mehr. Was jetzt? Allen Dienern 3 Schaden zufügen. Drei, 7, sonst komme ich auch nicht. Ich komme auch nicht auf nicht genug. Ich könnte natürlich das Scharmützel probieren. Oder das freigelegte Unheil. Angriff! Jetzt habe ich nicht mehr genug Mana. Da war ja was. Ganz halt überlegt und dann mache ich das und das und dann ist mir irgendwie ein bisschen entfallen. Augenblick mal, der Nordmeerkrake kostet ja 9 Mana. Tja. Irgendwie nicht ganz aufgepasst. Was war das denn gerade? Brain kaputt. Willkommen beim großen Turnier, Champion. Ach, ich hätte vorher erst einmal benutzen können. Das habe ich hier zum ersten Mal spielen. Man kann ja, bevor man die Heldenfähigkeit spielt, kann man ja bereits die Heldenfähigkeit nutzen. Die gilt dann als neu. Von daher hätte ich ja nochmal 2 Rüstungen mehr haben können. Ja.
Ha! El Gold Afo. Ja, gleich habe ich mehr Rüstung als Leben. Und der goldene Affe. Ich möchte ihn noch ausspielen wenigstens. Das war ganz cool. Yes. So, was haben wir? Tyrion. Onyxia. Mogor, bislang Trade Prince Gallywix, der Wolf und der Cairn. Aber ich will mehr Rüstung. Kann ich überhaupt nichts ausspielen. Aber Rüstung ist einfach geil. Ich will mehr Rüstung als Leben. Das ist mir wichtig. Was spiele ich denn? Es sind auch alles sind noch goldene Karten dabei. Wonach wird es eigentlich sortiert, welche Karten golden sind und welche nicht? Weil manche sind golden und manche nicht. Ist das Zufall? Das wusste ich überhaupt nicht. Ich kann auch Mogor ausspielen, just for shits. Den Wolf. Der Wolf ist so ein geiler Name allein schon. Haha, dass ich den nochmal gesichert. The fuck. Ich hab fast keine Karten mehr. Oh ja, ich ersetze meinen Helden durch Ragnaros. Nice. Best Idee ever. So, wen soll ich spielen? Ah, die goldenen Karten im Deck, die ersetzt werden. Was soll ich denn spielen? Den Wolf spielen. Am besten wäre natürlich Tyrion eigentlich, aber gucken, wer als erstes schreibt, was ich spielen soll, das spiele ich dann. Na, was soll ich spielen? Ihr dürft euch aussuchen. Den Wolf. Dann behalte ich meine Rüstung. Coxasin schreibt Gallywix. Na gut. Für die Musik ist es gut. Oh nein, Philipp wäre schneller gewesen. Sorry, Philipp hat Tyrion geschrieben. Philipp hat die vernünftige Wahl getroffen. Kollege möchte mich wieder reinreißen und sagt, ich soll Mario Domo spielen. Obwohl mit der Rüstung kann ich es mir eigentlich erlauben fast. Das Dingo! Ja! Soll ich Mario Domo spielen? Wäre schon ein bisschen geil, oder? Und der zweite Ball. Weißt du was? Ich spiele Mario Domo. Obwohl, dann habe ich... Ich baue mir erst noch mehr. Ich habe ein bisschen Schiss, habe ich schon. Ich spiele noch einmal Rüstung und Tyrion. Ich bin so ein kleiner Schisser. Nachher verliere ich das noch. Und danach Mario Domo. Danach. Tyrion hat ja Philipp eben als erster vorgeschlagen. Deswegen spiele ich das noch. Das zweite war Trade Prince Gallywix. Ach, die Rüstung geht kaputt, schreibt Kollege Kamerad gerade. Okay. Gut, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ihr Drecksäcke. Deswegen wolltet ihr das. Moment, ziehe ich wieder eine Karte. Aber ich will die gar nicht ausspielen, die freigelegten Unheile. Du Sack, Kollege. Deswegen, ich wusste das nicht mal, dass die Rüstung kaputt geht. Du bist ja ein Arsch. Da wollt ihr, dass ich hier kaputt gehe. So, dat Wolf. Stellt mich nicht auf die Probe, Luchta, Oga. Kollege, du bist schon so ein Kollege. Das wusste ich nicht. Mario Domus Executus. Aber ich kann mir ein paar goldene Welpen holen. Vielleicht mache ich kurz vor Schluss, spiele ich die Mario Domus noch. Ja, aber fleißig weiterspielt. Mit 44 Rüstung ist ihm völlig wurscht. Und jetzt noch ein Wolf. Wie ist es eigentlich, wird das auf beide Wolfs dann verteilt, wenn ich zwei Wolfe spiele? Ach, der Wolf tankt auch noch mein... Ach, der Wolf, was für ein netter Typ. Ihr wagt es, Todesschwingens Tochter herauszufordern? Luchta,
Ogre! Da ist er weggewolft. Ah, Snobita ist da. Hallo. Half-Player, sie fragt, was meiner Meinung nach das beste Deck ist. Puh, schwierig zu sagen. Wenn man so sagen kann, was das beste Deck ist. So. Der nächste Wolf. Der Wolf räumt auf. Na, ich krieg langsam auch ordentlich Schaden. Könnt ihr ihm ein paar Karten zurückgeben, damit das Spiel noch länger dauert? Ich mag die Runde gerade. Bisschen albern wäre es trotzdem. Und der Wolf wieder. Ach, man muss ihn einfach gern haben. So. Ich hätte schon ein bisschen Bock, den Mario Domus zu spielen. So, machen wir den Mogor noch. Und dann sterbe ich sofort. Entschuldigung. Nicht jeder, der wandert, ist verloren. So. Niemand fordert die lebende Flamme heraus. Machen wir es noch? Machen wir es noch? Es wird sich gleich so rächen, alles. Ich bin zurück. So. 50-50. Oh, sterbe ich jetzt vielleicht sogar schon? Kriege ich 6 Schaden? 5. Okay. Es ist 50-50 jetzt. Also, dann drückt die Daumen. Oder drückt sie auch nicht, je nachdem, wie ihr drauf seid. Aber er müsste auch doch sterben, oder? 50-50. Yes! Ja komm, das war wohl ein cooles Finale von diesem ewig langen Match. Das war wohl cool, oder? Da ist ein cooles Finale. Yes. Ragnaros hat gewonnen. Nice. Ja komm, das war ein cooles Finale. Eine Runde machen wir noch mit dem Krieger. So macht das doch Spaß. Herrlich. Sehr cool. Wie lang ging die Runde jetzt? 1000 Jahre? Irgend sowas? Aber wie gesagt, das fand ich eine extrem coole Runde. Sehr viel Spaß gemacht. Oh, guck, die hat den schon freigespielt. Mein Hammer brennt auch mit heiligem Feuer. Allerdings gehe ich dann immer zum Urologen, weil auf Dauer ist das auch nicht angenehm. Das ist kein so doller Start.
Ich werde ihn mal freischalten, damit ich ein Video machen kann für Hearthstone. So viele Neuigkeiten und ich habe jetzt gar keine Spezialvideos gemacht für Hearthstone. Wird mal wieder Zeit. Kam ich aber erst demnächst dazu, leider. In dem Spiel, glaube ich, kann ich ein Dings besser gebrauchen. Diesmal einen, wie heißt der? Ein Reno. Manchmal, der ist halt gefährlicher, wenn er zurück aufs Feld kommt. Mit einem Secret passiert das manchmal. Spielen wir das mal so. Schildschlag ist mit Schildblock auch eine gute Kombination. Schildschlag hebe ich mir prinzipiell eher noch auf. Zum Beispiel für den hier. Das kann man nur ausspielen, wenn man überhaupt was auf dem Board hat. Das ist immer so ein bisschen Schmäh. Für den Kriegshäuptling. Oh, ein Murloc-Paladin. Nice. Murloc-Paladin ist auch super. Des Zorns. Na, die Justiziarin spiele ich mal noch nicht. Sondern ruhig den Obsidian zerstöre. Und danach Justiziarin gleich mit Hero Power. Oh, echt Silber Champion. Ich dachte gerade, er geht aufs Face, bin ich schon kurz gewundert. Willkommen beim großen Turnier, Champion. Gewinnen wir jetzt mal, nicht noch so eine Quatschrunde wie eben. Ein Murloc Knight. Okay, ist kein Anifin-Parler. Hat man eigentlich schon mit dem Tiefenlicht-Orakel gesehen. Ich ergebe mich. Yes. Extrem cool. Also einmal freue ich mich jetzt gerade, dass ich halt die Justiziarin mir endlich gebaut habe, dass ich den Reno Warrior spielen kann, den ich schon länger spielen wollte, der einfach ein sehr, sehr cooles Deck ist. Was schon viel Spaß macht. Das zweite ist, dass es so eine coole Runde gegen den Priester war. Und das dritte, dass es gerade so viele Änderungen in Hearthstone gibt. Gibt echt so viele neue Sachen gerade. Das macht wie so richtig Laune, wenn man neue Sachen entdecken kann. Ich will jetzt eine kurze Pause machen und dann können wir zusammen überlegen, was wir noch spielen wollen. Ihr könnt euch mal eine Klasse aussuchen, würde ich sagen, in der Pause auf Twitch abstimmen und dann überlegen wir uns mal, was wir spielen. Dann gibt es ja genug Decks. Also, bis gleich.